Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pikmin 4. Wir haben im letzten Part erfolgreich diese Höhle gefunden. Ja, die wird's einfach mal betreten werden. So sieht's aus. Ob es wohl einen Logbucheintrag zu diesen Koordinaten gibt? Ja, das ist die gute Frage, ne? Finden wir es heraus, ne? Ja, wir haben ihn gefunden. Das ist doch super. Also, die Frostkaverne. Okay. Auf der Suche nach Dolphinteilen betrat ich eine Höhle und traf auf eine Kreatur, die allen Naturgesetzen trotzt und sich dies eiskalte Luft aus. Wenn es nur Pikmin gäbe, die an die Kälte angepasst sind, das Ökosystem dieser Planeten ist voller Mysterien. Oh, was für ein Glück, ne? Wir haben Pikmin dabei. Aber seht euch das mal an. Dieser Olivar ist ja ganz schön grundlos. Ja, so sieht's aus, ne? Wenn man nach diesem Logbucheintrag geht, sollte man Pikmin mitnehmen, wenn man eine Höhle betritt. Diese Beagle kann die Pikmin zur Höhle bringen, sodass man sie nicht erst an die Basis abholen muss. Die Pikmin, die sich schon an der Oberfläche befinden, kehren automatisch zur Zwiebel zurück, wenn man die Höhle betritt. Okay. Let's go. Frostkaverne, Ebene 1. Fortschritt 0%. Ja, fangen wir gerade auch was an. Gut gemacht, Otzin. Du hast eine gestrandete Person gewittert. Das könnte einer von unseren vermissten Kollegen sein. Schnell bringen wir diese Person in Sicherheit. Gut, dann machen wir die Dinger mal platt. So. Was ist das denn? Um ein Satz handelt es sich doch wohl nicht, oder? Satz oder nicht? Es scheint eine kleine Menge Glycerium enthalten zu sein. Dann spricht es auf jeden Fall nichts dagegen, besiegte Kreaturen mit einzusammeln. Jedes kleine bisschen Glycerium hilft uns nämlich weiter. Okay. So, da fehlen irgendwie noch zwei, das ist ein bisschen belastend. Digga, was hält der eine jetzt da unten? Hat das nicht gerallt? Was ich denn brauch? So, jetzt haben wir ein bisschen Wert gegen Sand, ein bisschen Kompass. Kompass ist immer eine nice Sache. Aber in dem Fall ist es ja nur ein Satz. So, dann holen wir es mal alle wieder her. So, ich glaube, wir sollten einfach mal hier rein. So, irgendwie habe ich das im Gefühl, dass da drin irgendwas sein könnte. Ah, Nektar. Okay. Oh shit. Dann kümmern sich meine Pikmin um das Teil. Oh oh. Das sieht irgendwie nicht gut aus. Wie furchtbar. Es ist eingefroren. Verwende doch mal die Pfeiltaste. Die Pfeile, um zu sehen, ob sie noch reagieren. Eis-Pikmin. Handelt es also hierbei auch um Pikmin? Mal sehen, was da zum Logbuch steht. Eis-Pikmin. Da Pikmin zur Hälfte Pflanzen sind, hätte ich es nie mit einer Eisvariante gerechnet. Eis-Pikmin können durch ihre Körpertemperatur Wasser und Kreaturen gefrieren lassen und wie Eis auf dem Wasser schwimmen. Mit Wasser begießen sollte man sie nicht. Ihr Körper besteht aus Eis.
absolut erstaunt ist, dass sie es mit einem gefrorenen Körper bewegen können. Also die blauen Pikmin, Eispikmin. Dann gibt es die vielleicht trotzdem noch in anderen Farben. Gut, dann nehmen wir mal das Ding, andere nehmen das hier. Okay. Also mit denen hier. Sind wir jetzt einfach stehen, oder was? Aber jetzt, ach, wenn man nur laut genug pfeift. Ach, keine Ahnung, was mit denen gerade war. Ist auch Wurst. So, jetzt müssen wir erstmal alle anderen Pikmin holen. Und ich sehe schon, da gibt es ein paar, die davon noch was gebrauchen konnten. So. Ich komme doch, hey Pikmin. Ich rufe euch. Supi. So, jetzt sind wir wieder alle. Jetzt können wir wieder los. Das ist doch super. So soll das. Nutze die Karte, wenn du Plus drückst, ja natürlich nutze ich die. Aha, da ist nämlich was. Sehr interessant. So, erstmal gehen wir auf das Ding. Okay, da scheint etwas dahinter zu sein. Das ist für eine ziemlich harte Nuss. Zu hart, um raus zu sein. Ja, und dann kommt auch noch der Hund dazu. Im Handumdrehen komplett gefroren. Es sieht aus, als könnte er es erpressen, wenn wir jetzt angreifen. Schnell gibt Pikmin. Okay, und ein Arzt den Befehl. Jawohl, das klappt hier nämlich auch. Machen wir auch noch alle mit, dann bekommen wir das Ding nämlich auch kaputt. Power, Power! Jawohl, so muss das. Gut, die Teile bringt sie gleich mal alles zurück. So, wen haben wir jetzt nämlich hier? Und da haben wir ihn nämlich, die gestrandete Person. Und da haben wir am Oliver gefunden. Wir prüfen jetzt schnell die Lebensweisen, Puls, Blutdruck, Körpertemperatur. Alles innerhalb der normalen Werte. Das Lebenserhaltungssystem hat ganze Arbeit geleistet. Wäre auch schlimm, wenn das Lebenserhaltungssystem keine ganze Arbeit leisten würde. Es bleibt das nur noch der Transport zu Beagle. Dann können wir uns die Visitenkarte ansehen. Also, jetzt weiter geht's. Tipp nur, der Transport zu Beagle ging, aber dort kann man nämlich auch die Visitenkarte ansehen. Gut, da brauchen wir ein paar. 5 Stück nur. Ne, 3 sogar nur. Die tragen ihn dorthin. Krass. Oh nein, Otzin wurde verletzt. Das ist nicht gut. Ein armer Hund. Da will er doch nur 3 seine Dienste leisten. Verliert man manchmal gerne den Überblick irgendwie, die einen machen das, die anderen nächsten machen wieder das. Ja, das ist dann krank. Aber immerhin, die Pikmin werden größer, so soll es ja auch sein. Und jetzt hat man wieder Pikmin vergessen, ne? So mal gleich nach. Gut gemacht, sehen wir uns einmal an, was die Visitenkarte uns verrät. Oh, das ist doch... Russ. Ach so, doch nicht, das ist Oliver. Okay, einmal Planet Xia. Erfinder, Materialexperte und leidenschaftlicher Wissenschaftler. Aus Rohmaterial kann er nützliche Hilfsmittel fertigen. Das ist doch super. Zum Glück ist ihm nichts passiert. Das ist Russ, ein Wissenschaftler, der uns im Raumanzügen und der Zephyr repariert und verbessert. Sein Testen des Wissens wird uns auf unserer Mission vom großen Nutzen sein.
Das ist doch super. Du hast Rust gefunden. Du hast Rust, den idealen Wissenschaftler der Rettungscrew, gefunden. Suche weiter nach den verbleibenden Rettungscrew-Mitgliedern. So, es gab mal 3 von 14 Pigments. Suchen wir alle raus. Und da haben wir doch so ein 14 von 14. Nehmen es alle, perfekt. Gut, das Ding hier will ich mir noch ein bisschen anschauen. Was ist da irgendwas Interessantes drunter? Jawohl. Komm, Pigman, bring mal die Dinger mal zurück. Da leuchtet irgendwas. Sehr interessant, dass da was leuchtet. Ich glaube, das ist relevant. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass man da, wo was leuchtet, auch eventuell mal hinschauen sollte. So, sammeln wir erstmal zu Pigman wieder ein. Dann schauen wir doch mal, was dort abgeht da hinten. So, kann auch irgendwo was trinken. Glaubt nicht, gerade sind alle glücklich. Dann passt das doch. So, jetzt haben wir noch mal ein Stückchen weiter. Wie gesagt, irgendwas leuchtet hier. Ich glaube, dass wir wieder aus der Höhle rauskommen. Ich will mal kurz ein bisschen hier bleiben und mich hier umsehen. Weil das hat nämlich auch irgendwas zu sein. So. Guck mal, nicht mal den Hund. Da sieht mal einer an. Hier, glaube ich, gibt es gelbfarbige Pigmen. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Komm. Kommt auch ein paar mehr zur Hilfe, dann geht's schneller. Da haben wir es schon. Diese Knolle wirkt ja ganz schön unruhig. Die Farbe ist etwas blass vor einer Zwiebel. Was meint ihr? Sollen wir sie mitnehmen? Ja. Nehmen wir die doch mal mit. Die ist wichtig. So, währenddessen gibt es noch ein paar andere Sachen, um Esen dabei Sachen mitzunehmen. Mal mit dem können. Super. So, ist leider keine Zeit zum Ausruhen, die beiden. So, brauchen wir nochmal Hundi. Hundi müssen wir noch ein bisschen rennen. Ach, das machen wir erst gleich. Zuerst wird hier wieder was hochgetragen. Diese Knolle sieht für eine Zwiebel etwas ungewöhnlich aus. Bringen wir sie an die Oberfläche, damit wir die beiden miteinander vergleichen können. Ja, das machen wir nachher. So, jetzt machen wir erstmal Hundi. Let's go. Out. Oder halt auch nicht let's go, weil einfach dran vorbeiläuft. Nächster Versuch. Ah, eine Ladung Material wurde transportiert. Super. Ah, okay. Gibt es da sowas? Da kann man sogar in ein Glas hinwerfen. Perfekt. So, jetzt sollte ich einfach mal in Pigman suchen gehen, ne? Irgendwie sind die alle noch da hinten am rumtanzen. Sollen wir doch mal, dass wir sie wieder finden. Wird schließlich anders halt. Ja, wie gesagt, ich mache kein 100% Let's Play. Ein paar Sachen gibt es, wo du sagst, ja, die will ich mit anzahlen, den Let's Play. Das schaue ich mir dem Express noch an. Ja. Gut, und sind mal wieder 19 von 19. Waren wir nicht vor? Ursprünglich war 20? Upsi. Naja. Ah, hier gibt es ein paar, die haben noch keine. Die müssen noch wachsen. Das machen wir jetzt einfach mal hier an dieser Stelle gleich. Nehmen wir das hier. Supi. Jetzt sehe ich gerade, hier ist auch noch was. Was wir auf jeden Fall mal mitnehmen sollten. Achso, die Papiertüte kann man. Ach, das ist nur ein, einen schnelleren Weg, verstehe. I get it. Zur Papiertüte verschoben. Krass. So, ich glaube, es bleibt nichts anderes übrig. Die Mars-Oberfläche.
Von hier aus Oberfläche zurückkehren. Auch Pikmin, die nicht zu deiner Truppe gehören, kehren zusammen mit dir zurück. So sieht's aus. Let's go back to the surface. Frostkaverne. Gerettete Eier. Gesammeltes Glycerium 121. Jawoll. 75%. Passt. Das ist doch super. Kann man sich nicht beschweren, wie ich es finde. So. Und bis weitergeht, liebe Leute. Das sind wir im nächsten Part. Bis dahin sage ich danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.